Moin, ich grüße euch ganz herzlich und zeige heute drei Varianten von ganz einfachen Kränzen mit Buchsbaum. Diese Zweige sind besonders groß, deswegen teile ich sie. Wie ihr seht, einmal schneide ich oben die Spitze ab und die lege ich dann hinten wieder an und dann hat man ein riesen super tolles Büschelchen. Zunächst binde ich einfach und ganz klassisch auf einem Metallring drei Grundkränze, die zeige ich dann später noch, wie sie so verziert werden. Und da ich so fantastisch viel und wirklich ganz, ganz tolles, besonders schönes Material habe, habe ich natürlich den Luxus und kann auch ein ganz großes Exemplar binden. Dafür nehme ich einen Strohrömer, der hat ungefähr einen Durchmesser von 30 cm. Und wenn man das Material ganz schräg anlegt, kann man diesen Kranz eigentlich optisch verdoppeln. Das heißt, so gemessen habe ich nachher einen Durchmesser von 60 cm. Das ist schon wirklich mega groß. Und das alles dank der Nachbarn. Die haben nämlich einen Kranz für eine Silberhochzeit gebunden, hatten Material über und mir das geschenkt. Wirklich super toll. Und dieses große Exemplar, das passt dann auch super in das Landcafé meiner Schwägerin. Da kommt sowas dann richtig toll zur Geltung. Jetzt werden die Zweige und Äste immer außen wirklich ganz schräg angelegt und im Innenbereich des Kranzes lege ich etwas kürzere und die lege ich dann direkt an den Innenkranz, dann etwas in die Mitte und dann nach außen möglichst abstehend. Ich hatte früher auch wunderbaren Buchsbaum und auch in Mengen, meine Schwägerin, meine Mutter, also alle bei uns irgendwie. Nur leider ist der Buchsbaumzünsler hier so aktiv geworden, dass wir da nicht gegen angekommen sind und diese Pflanzen uns leider alle vernichtet worden sind. Das macht natürlich traurig und umso schöner und toller ist es, wenn es in anderen Regionen, also dies kommt jetzt aus einem Ort, das ist so wirklich noch, ich sag mal, 20 Kilometer entfernt. Ah nee, das sind über 20, das sind so 27 Kilometer entfernt. Und dank der Reithausleute, die überall gut vernetzt sind, haben wir halt, wie gesagt, diese super Sachen hier bekommen und ich hoffe, dass es vielen Menschen so geht und die noch ihre Pflanzen haben und pflegen können und ich drücke allen die Daumen und sage schon mal toi 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 für den Buchs. So und jetzt zurück zum Kranz und wie ihr seht, immer schön schräg anlegen. Ich habe das hier nochmal ganz im Detail und lange gezeigt, damit sich das jeder nochmal angucken kann. Das geht jetzt noch so ein Stückchen weiter und dann zeige ich gleich nochmal, was ich mit den anderen drei Grunddingern so veranstaltet habe. Hier kommt jetzt gleich nochmal eben das Ende von diesem großen Kranz. Der wird gedreht, dann wird der Draht abgezwickt und man sagt dann immer vernähen. Das bedeutet, man nimmt den Draht und schiebt ihn unter die anderen Laschen hindurch. Also diese anderen Drähte, die da sind, so zwei, dreimal wird er einfach irgendwie, ich sag jetzt mal, festgetüdelt, damit er nicht wieder losgeht. Weiter geht's mit dem Verzieren der anderen Kränze. Da habe ich hier ein Band genommen und an das Band habe ich unten an die Enden jeweils auch so ein kleines Büschelchen mit Lavendel dran gebunden, einfach raufgelegt und verknotet. Ein anderes Büschelchen habe ich an einen Draht gedreht und das habe ich jetzt hier oben an den Kranz befestigt. Noch eine Schleife und fertig ist das erste kleine Kränzchen. Davon habe ich zwei gefertigt. Das nächste ist dann mit Äpfelchen verziert. Das sind Äpfel, die nicht mehr reif werden. Die sind einfach viel zu klein, teilweise heruntergefallen oder waren zusammengequetscht mit zu großen. Die würden dann nur faulen. Hier seht ihr jetzt das erste Exemplar in dem Garten meiner Schwägerin. Das ist eine Pforte, die zu der Terrasse vom Café führt. Da sind die anderen beiden Exemplare. Und da ich ja so viel Buchsbaum zur Verfügung hatte, ging es natürlich noch weiter mit Kränzen und anderen Dingen. Hier habe ich wieder einen ganz normalen Grundkranz genommen und ich befestige jetzt ein Reagenzglas an dem Kranz. Reagenzgläser sind unwahrscheinlich stabil und haben halt den Vorteil, dass man sie wie kleine Vasen benutzen kann. Ich habe ganz einfaches Juteband oder Paketband genommen, fest um das Reagenzglas gewickelt und dann an den Kranz gebunden. Ich wacke meistens dann nochmal mit dem Kranz so ein bisschen hin und her, um zu schauen, ob wirklich alles schön fest verbunden ist. Davon habe ich zwei Exemplare gemacht und die sind im Außenbereich des Cafés gelandet. Und da der Buchsbaum natürlich noch nicht zu Ende war, gab es noch ein kleines Herz. Ich zeige mal eben hier die Grundform. Da habe ich einen Metallring genommen und den durchtrennt. Dann umgebogen in der Mitte, sodass ich da sozusagen einen Teil des Herzes schon mal fertige. Das Mittelstück.
Das wird zusammengedrückt und dann habe ich das mit Metalldraht umwickelt und festgezwirbelt. Weiter biege ich dann das Herz so ein bisschen rechts und links in eine Form, vorsichtig einfach runterbiegen und unten die Spitzen dann wiederum zusammenbinden. Die musste ich dann noch wieder so ein bisschen nach außen biegen, also muss auch so ein bisschen hin und her fummeln, damit ich sie dann unten zusammenbinden kann. Das zeige ich gleich noch. Man kann solche Metallherze auch fertig kaufen. Ich hatte jetzt keins und ich brauchte auch ein kleines, weil das soll eine Zugabe zu einem Geldgeschenk zur Hochzeit sein. Das Herz wird jetzt noch mit Buchsbaum verziert und dann seht ihr gleich, wie ich es einfach an eine Karte gebunden habe. Und das ist jetzt die letzte Idee zu dem Verarbeiten des Buchsbaums. Ein fertiges Ahoi-Schild habe ich wiederum mit dem Paketband verbunden und an den Kranz dann befestigt. Das Einzige, was ich bei diesem Schild verändert habe, da war auf diesem I von Ahoi, das I-Tüpfelchen, das war so ein komischer Punkt, den habe ich abgemacht, also so an so einem Draht, und habe da einfach jetzt so eine gleichfarbige Schnecke angeklebt. Auf der Rückseite sieht man nun, dass der Buchs auf einen Birkenkranz gebunden wurde und 4 Filzkleber habe ich auch noch zum Schutz dran gemacht, damit er nicht irgendwelche Sachen wie eine Tür oder dergleichen zerscheuert. Alle Buchsbaumreste sind jetzt aufgebraucht und ich kann einfach nicht so tolle Sachen da in den Müll schmeißen, deswegen musste das jetzt mit so vielen Kränzen sein. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, ich freue mich immer total, dass ihr dabei seid. Bis bald und tschüss!